Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache heute wieder ein neues Video und zwar geht es nicht um meine neue Frisur, sondern um ein Paket, das ich heute Mittag gekriegt habe. Und zwar werde ich das auspacken. Es ist etwas für mein Fahrrad drin. Aber was, das seht ihr gleich. Das ist das Paket, das ich bestellt habe. Hier drin ist schon, wie gesagt, etwas für mein Fahrrad drin und das werde ich jetzt auspacken. Das hier, das sind die zwei Sachen, die es in dem Paket drin hatte. Einmal hier das Shimano Entlüftungskit für die hydraulischen Bremsen. Damit erneuert man das Hydrauliköl, was in den Bremsen drin ist. Und das hier ist das Shimano Mineralöl, was dann in das Hydrauliksystem der Bremsen reingefüllt wird. So, das hier sind jetzt alle Materialien, die mitgeliefert wurden. Hier einmal, wie schon gezeigt, das Shimano Mineralöl, dann hier die Spritze, mit der das neue Hydrauliköl in die Bremsleitungen eingeführt wird. Hier noch ein Trichter, der kommt an das andere Ende vom Hydrauliksystem. Und hier noch so eine, wie kann man dem sagen, eine Untertasse, wo dann hier der Trichter reinkommt, wenn man ihn gerade nicht benötigt. Und dann hier noch jede Menge Betriebsanleitungen, wie es genau funktioniert, wie man also das Öl ersetzen kann. Das ist eigentlich schon alles, was man braucht, um das Hydrauliköl bei seinem Fahrrad zu ersetzen, sofern man ein hydraulisches Bremssystem hat. Wie es aber genau funktioniert, werde ich euch morgen erklären, da es momentan draußen schon dunkel ist und ihr da vermutlich nicht so viel sehen werdet. So, mittlerweile ist der nächste Morgen. Ich habe ja gestern noch das Paket ausgepackt und euch alles gezeigt. Heute werde ich das an meinem Fahrrad ausprobieren, weil bei meinem Fahrrad die Hinterbremse nicht mehr funktioniert. Ich vermute, da hat es Luft in der Leitung. Ich hoffe, es geht so, wie ich es mir vorstelle, weil ich habe bis jetzt nur ein einziges Video gesehen, wie man es so ungefähr machen sollte. Ich werde jetzt kurz draußen alles aufbauen. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich bei der Hinter- und Vorderbremse das Hydrauliköl gerade ersetzt. Die beiden Bremsen funktionieren jetzt wieder. Ich kann leider keine Probefahrt machen, also ich könnte schon, aber draußen regnet es gerade. Darum werde ich die auf ein anderes Mal verschieben. Ich wäre somit am Ende meines heutigen Videos. Ich werde in den nächsten Tagen wieder eines drehen und ich werde mal mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.